the dark, we stand apart, we never see that the things we need. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute haben wir Sonntag und der Finn darf gerade ein bisschen Kikaninchen schauen auf dem Laptop. Wirklich, was wollen wir nicht? Heute sind Wahlen, da tun wir auf jeden Fall mal hingehen. Oft verpenne ich das einfach leider, aber heute habe ich mal dran gedacht. Ja. Wir wollten dann noch irgendwas machen, spazieren gehen oder so, mal schauen. Werdet ihr dann sehen. Und wir werden jetzt dann erstmal frühstücken. Ist der Feen. Gell? Magst du noch ein bisschen Kikaninchen schauen, dann tun wir essen, ja? Ja. Kikaninchen schauen. Kikaninchen schauen. Kikaninchen. Kikaninchen. Super. So, das hier ist jetzt mein Frühstück. Heute ein bisschen spärlicher als sonst. Normalerweise habe ich dann mehr Gemüse, aber ich habe auch noch eine Tomate, die ich dann wahrscheinlich esse. Finn hat sich selber sein Brot probiert zu schmieren. Ein bisschen viel Butter geworden, das muss ich gleich noch wegmachen. Und er wollte unbedingt eine Banane essen. Dann schauen wir mal, was wir ihm drauf machen. So, ich hatte so Bock auf was Süßes. Und da ich eigentlich nichts mehr da habe, und heute ist ja auch Cheat Day, ich dürfte essen, was ich möchte und trinken, habe ich jetzt gedacht, ich nehme einfach mal diesen Soja-Schoko-Geschmack Kaba. Ja, und ja, also ich finde ihn eigentlich voll gut. Der ist so richtig extrem schokoladig. Man schmeckt die Sojamilch nicht so, wie sie sonst immer schmeckt. Die Kalorien, ja, sind auch okay, finde ich. Und was halt gut ist, der Finn zum Beispiel ist ja ein bisschen laktoseintolerant. Das heißt, sofort, wenn er Milch trinkt, dann sieht man es gleich in der Windel. Es kommt, also wird gleich durchgespült. Und deswegen ist sowas auch sehr gut für ihn. Hat er auch ein bisschen bekommen. Prost! Ah, genau. Also machen wir jetzt Prost. Prost. Wir gehen jetzt wählen und dann wollen wir nach Stuttgart. Und wenn wir da schon sind, können wir dann da essen. Da gibt es nämlich voll das leckere Steak-Restaurant. Da hätte ich mega Bock drauf. Und der Finn hat mal wieder ein bisschen seine Haare gestylt bekommen, weil wir müssen das immer üben, dass wir es irgendwann schön hinkriegen. Es sieht schon anders aus als letztes Mal. Autofahren. So, wir sind jetzt da. Wissen nicht mehr genau, wo es ist. Laufen deswegen mit einem Navi rum. Es ist arschkalt. Zum Glück habe ich mir keinen Zopf gemacht, wie ich es vorher vorhatte. Sonst würde ich jetzt nicht viel mehr frieren. Meine Haare helfen mir ein bisschen. Und Finn, seine gemachten Haare werden jetzt auch zerstört. Aber natürlich ist es wichtiger, dass er seine Öhrchen schön warm hat. Genau. Und ich bin echt am Verhungern. Also ich habe heute Morgen ein Brot gegessen, das habt ihr ja gesehen. Und das war's. Und jetzt brauche ich echt mal was, weil mittlerweile haben wir jetzt 5:30 schon. Es ist Zeit. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem, Wind. Und hoffentlich seht ihr bald ein schönes Steak von mir. Hallo. Hallo. Ja, super. Der kann das jetzt schon richtig gut. Wenn die Kamera angeht, dann ist er auch gleich. Und erzählt, was ist so voll süß. Früher, als er ganz klein war, der Besuch. Ein schwarzer Hund, ja, genau. Wow. Ein Hund. Der kann Farben. Super. Super. Wuff, wuff. Genau. Taube. Taube. Ich bin ganz nah am Steak. Nee. Nee, lass mal dran, das ist ein Latz, weißt du? Dann bleibt dein Pulli sauber. Okay? Lass schön dran. Lass dran. Mmh. Aber mach dir klein. Ja, wie ihr seht, kriegt der Finn Fischstäbchen mit Pommes und Mayo und Ketchup. Und der Dip ist noch übrig. Wir haben nicht ein bisschen Baguette bekommen mit Sour Cream Dip und der ist so mega lecker gewesen. Finn fängt schon an, aber die Pommes sind wirklich mega heiß. Ja, im Kindi hast du auch immer einen Latz, genau. Genau, und ihr seht dann noch, was wir essen. Zeige ich euch natürlich noch. Trinken gibt es Eistee. Für mich auch. Und meiner ist schon fast leer. Ich glaube, ich brauche gleich einen neuen. Der schmeckt wirklich mega gut. Und der Finn hat eine Fanta. Schmeckt es dir gut? Das ist Ketchup und Dau. Der Ketchup, Mayo und ein Fischstäbchen. Und Pommes eins. Das ist eine Zitrone.
Eine Zitrone, die ist ganz sauer. Machen wir die Lemon Face Challenge. Nur sauer. Probier ein Fischstäbchen, wenn du mich. Das Fanta ist sauer. Das Fanta ist sauer? Ja. Echt? Nam, nam, nam. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Und das ist so kalt. Es ist nicht wärmer geworden und dass ich hier so eine Hose anhab. Mit Rissen macht es nicht besser, muss ich sagen. Genau. Wir wollten jetzt noch zu Starbucks, weil wir haben keinen bei uns in Schwäbisch Hall. Deswegen. Finn sagt Stuttgart. Stuttgart. Sag's nochmal. Stuttgart. Genau. Und deswegen wollen wir jetzt da vielleicht noch, ich weiß nicht, mal gucken, was ich da trinke. Schon wieder fast zu spät für Koffein für mich. Dann schlafe ich nämlich nachts nicht. Der Finn schreit hier wie verrückt Hallo rum, weil vorher hat er das zu einer Gruppe gesagt und haben alle Hallo zurückgesagt. Und ist davon so geflasht und freut sich so, dass das die ganze Zeit probiert bei allen möglichen Leuten. Wir haben uns jetzt noch kurz bei Starbucks ein warmes Getränk geholt. Ich natürlich ohne Koffein, denn sonst könnte ich heute Nacht nicht schlafen. Und zwar irgend so ein warmes Schokoladen-Premium-Zeug, keine Ahnung. Ohne Sahne natürlich, obwohl ich es könnte. Genau, und jetzt laufen wir wieder zurück. Vielleicht kriege ich nachher noch McFlurry. Seht ihr dann? Weil ich habe jetzt gemerkt, der McFlurry mit, was ist das? Wie heißt das? Kit-Kat? Nee, keine Ahnung. Ich sag's euch dann. Schmeckt mega geil. Genau, seht ihr dann und müsst ihr unbedingt auch mal probieren. Und dann, wie der schmeckt, weiß ich nicht. Der merkt gerade nur wunderbar meine Hand. Und es ist viel zu kalt und deswegen gehen wir jetzt auch wieder heim. Wir machen das vielleicht mal wieder, wenn es noch ein bisschen wärmer ist. Meine Güte! Ey Leute, wir haben so Glück. Wir sind gerade fast da gewesen an unserem Auto und ich so, oh Gott, wo ist denn seine Mi? Jetzt hat er die wirklich verloren. Und wir haben sie Gott sei Dank wieder gefunden. Papa hält sie fest, okay? Ich halte sie fest. Nein, Papa hält sie fest. Ich halte. Jetzt wollen wir sie ihm erst wieder im Auto geben, dass er sie nicht nochmal verliert. Mal diesen McFlurry mit Schoko, der ist so lecker. Pick-up Schoko? Pick-up Schoko, genau. Pick-up heißt es, nicht Nick-Nack, genau. Und eins mit Pick-up Schoko Karamell. Außerdem? Oder habt ihr McFlurry Smarties auch noch? Bitte? Gibt es die McFlurry Smarties auch noch bei euch? Ja. Ja, dann hätte ich gern den statt den Schoko Karamell. Alles klar. Alles klar. Danke, das war's. Alles klar, wir machen 30, fahren Sie doch bitte vorstellen, danke. Also wir haben jetzt fast 9 Uhr. Mir ist irgendwie ein bisschen übel von dem Starbucks. Wer scharf? Von dem Starbucks Schoko-Dings da ist mir ein bisschen übel. Ich denke, ich weiß nicht, es hat ein bisschen komisch geschmeckt. Und wir essen das Eis jetzt daheim, bringen Finn davor ins Bett, weil der ist echt fertig. So Leute, wir sind zu Hause. Ich bin fix und foxy irgendwie und mir ist auch voll schlecht irgendwie. Natürlich habe ich mir trotzdem dieses leckere Eis gekauft, habt ihr ja gesehen. Das lasse ich mir jetzt noch schmecken und Finn wird gerade vom Papi ins Bett gebracht, beziehungsweise kriegt halt noch seine Geschichte vorgelesen. Ich zum Beispiel habe mich jetzt auch bei der DKMS angemeldet, weil ja, ich wollte es eigentlich schon lang machen und habe es immer von mir hergeschoben. Keine Ahnung warum, es ist echt nicht schwer, man meldet sich an. Und jetzt warte ich auf diese Teststäbchen. Dann hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.